So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, wir machen heute mal. Hey, erstmal meine Tastatur drüber. Let's go. So, ETS, ATS, da haben wir's. So. So, wir haben ja letztens festgestellt bei ETS, dass bei ETS echt ganz schön hinterherhängen. Da sind wir bei weitem auch nicht bei den Werten, wo wir jetzt gerade sind, hier bei ATS schon. Da haben wir gerade mal so 20 LKWs, glaube ich. Oder nee, mittlerweile glaube ich 30 LKWs. Ja. Wir haben letztens ein paar Aufleger gekauft. Bei denen müssen wir aber noch gucken, wie die sich erstmal so machen. Dieser wunderschöne, bunte Aufleger. Das ist ja der, den wir aktuell nutzen. Seit jeher. Haben wir gerade eine Mission? Wir haben gerade keine Mission. Ja, würde ich mal sagen, wir machen erstmal eine Runde und dann gucken wir mal, was so in der Zeit die Auflieger machen. Vor allem ist halt die Frage, sehen wir eigentlich bei den... Warte mal kurz. Die Auflieger... Die beiden sind in Phoenix, die in Salt Lake City. Ein bisschen... Ich würde mich halt interessieren, die Fahrer, also die Dinger nutzen. Guck mal, hier sehen wir sogar, wer gerade welchen Auflieger hat. Ja, genau, das sind also unsere Auflieger. Und die haben ja andere Auflieger von, ja, da wo sie gerade rumfahren. Ich würde mich mal gucken, ob das bei denen halt wirklich finanziellen Vorteil bringt. Also hier sieht es schon mal gut aus. Ne? Da haben wir 20.000 ohne Auflieger. Und jetzt die Fahrt mit Auflieger ist schon mal 30.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, das hier ist jetzt eher traurig. Wobei er fährt gerade nach Salt Lake City. Achso, na gut, na eben hier sehen wir es nicht, weil das beide sind Leerfahrten ohne Fracht. Das heißt, das hier ist die einzige Strecke, die er mit dem Auflieger gemacht hat. Das heißt, wir haben keine Mission davor, wo er keinen Auflieger hatte. Das ist immer so schwer zu beurteilen hier. Aber hier zum Beispiel haben wir auch einen Riesensprung, ne? Hier war er noch ohne Auflieger, also ohne unseren Auflieger, mit 8000. Hier jetzt mit unserem Auflieger 30.000. Allerdings jetzt auch wieder mit unserem Auflieger, aber wieder nur 11.000. Also, das. Alles so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Gut, hier überschneidet sich das erstmal so schön. Und das hat beides mit unserem Auflieger. Ja, keine Ahnung. Gut, wie gesagt, wir sind jetzt sowieso erstmal, wir müssen sowieso erstmal wieder ein bisschen, haben wir irgendwas, ne, Kredite haben wir keine, okay. Wir fahren uns jetzt einfach mal sowieso mal ein bisschen Kilometer, Auftrag, haben wir auch so einen Auflieger drauf. Wie sieht es überhaupt aus mit Schlafen und, Tank? Erstmal die wichtigen Sachen im Leben, ja. So, ja, sieht alles gut aus. Okay, dann können wir direkt loslegen. So, wir machen Frachtmarkt. Hier unten sind wir. Warum denn diese? Na, wir haben mittlerweile echt schon ganz schön viel aufgedeckt.
200k. Gut, jetzt einmal über die gesamte Map. Alles beginnt da oben. Wollt ihr mich verarschen? Weil wir machen hier gerade mit Absicht, oder? Na gut. Oh, das hier sieht schon. Wir haben bei den 4 Stunden haben wir nie im Leben. Ja, das sind alle echt ganz schön lange Strecken. Weißt du was? Wir machen die Strecke. So, dann müssen wir nach Grand Golais. Das Navi-Ziel einstellen. Und dann machen wir einfach eine Schnellreise dahin. Was ist das da? Och nö. Das ist behindert. Ah, geil. Sehr, sehr geil. Also das schon mal nicht. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Scheffelt nicht genug. Wie sieht's hier aus? Das einmal von da nach da. Können wir auch machen. Nach Wacko. Das ist ein bisschen mehr. Schnellreise. Da. Let's go. 1000 Euro. CPU bei gerade mal 10%, ey. Also, natürlich nur, wenn ich so wie jetzt nichts im Bild bewegt, ne? Natürlich so, ne, wenn richtig Action ist, dann sollte ich jetzt wahrscheinlich hochgehen. Das siehst du, jetzt haben wir insgesamt schon wieder 30%. Aber wenn es halt still ist, haben wir jetzt nur noch, ja, 12%. Ne, weil jetzt ein bisschen mehr Details im Bild sind, muss ein bisschen mehr kodieren, wie als wenn gerade beim Ladebildschirm einfach nur alles schwarz war. Von daher. Aber, das heißt okay, zumindest, dass das Bild abgreifen an sich und das Compositing innerhalb von OBS und so alles gerade mal 10% dauert, braucht. Und alles andere wirklich durch das Encodieren, der mehr Inhalt kommt. So. Dann wollen wir mal, wir müssen nach, wir sind gerade bei der Werkstatt. Irgendwas machen? Motor. Leider zu teuer. Von daher. Ja. Habe ich letztens irgendwas gemacht? Da geht's raus. Keep left. Ach ja, wir haben uns ja hier. Wir haben ja gerade Schnellreise gemacht. Exit left. Da landest du ja immer beim Händler. Werkstatt. Guck mal, hier ist direkt dahinter ist noch eine Werkstatt. Musiker machen hier. Keep right and then exit right.
right. Dynamit. Das sagt nur die Amerikaner. Aber hier bin ich. Okay. Achso, da muss ich auch aufpassen, weil diese Berge komische Alpha-Wände haben. Da knall ich gegen, obwohl ich eigentlich gar nicht gegen knallen könnte, aber hey. Der Kies ist halt doch sehr hart. Den Effekt haben wir ein bisschen übertrieben. Wenn ich hier so Schneckentempo fahre, trägt hier und Sandstumpf. Das ist so genau das, was ich meine. Letztens oder von vor Folgen. Kann auch sein, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber hier dieses 100% erreichen ist super schwierig. Weil solche Sachen wie das hier zum Beispiel, da fährst du halt bewusst, also normal nie lang. Das heißt, du musst irgendwann, also entweder musst du von Anfang an darauf achten, wirklich solche Dinge auch immer komplett abzufahren, sofort.
Oder aber du bist irgendwann drauf und dran, wirklich die gesamte Map nach solchen kleinen Dingern abzusuchen, damit du auf 100% kommst. Ist halt super schwierig. Ja, komm, ja, mach. Was halt cool wäre, wäre zum Beispiel, dass es im Moment, wo sie hier ihre Straßen erstellen, jetzt machen wir auch mal eine Karte auf, wo es da auch kommt. Wenn die ihre Straßen erstellen, da sind einfach alles in 100% zählt, sondern nur die Straßen, die sie speziell markiert haben. Ne? Oder dass sie zum Beispiel einfach Hauptstraßen einfach markieren. Oder wirklich automatisiert, das heißt überall, wo man schnell fährt, also Autobahn zum Beispiel, dass das nicht dazu zählt, weil man die ja in der Regel von alle abfährt. Aber auch da hat man solche Probleme, das ist ganz genauso. Du hast halt hier irgendwann Stellen, bei sowas hier zum Beispiel, diese Straße hier, die wirst du halt nie in dem abfahren. So von dir aus. Ja, weil wenn du von hier kommst, hast du halt, ne? Ist halt, ich meine, gut, wenn du hier lang möchtest, okay, dann musst du hier abfahren, ist richtig. Aber es sind halt trotzdem so viele kleine Stellen, ja, dass dann immer irgendwo übrig bleibt. Und das ist dann natürlich schwierig, ne? Turn left. Auch ganz kurz, ich falle hinten drauf, weil meine Bremse schon wieder überhaupt nicht gezogen hat. Auf der Bus. Dann lass mal da kommen.
Daumen drückt auf die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, denn dann wieder. Bis dann.